Gerhard Blabol begrüßt Sie zu einer weiteren Sendung aus der Reihe mit Künstlern auf Du und Du. Hier erfahren Sie interessante Neuigkeiten, bisher noch nie Erzähltes und sehr Persönliches von Schauspielern, Kabarettisten, Sängern, Schriftstellern, Musikern, Malern, Bildhauern, Karikaturisten und anderen Kulturschaffenden Österreichs, durchmischt von der Lieblingsmusik der jeweiligen Gäste. Ich begrüße Sie, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Wir haben heute ganz erlauchte Gäste aus dem Wiener Lied bei uns. Zuallererst den Herbert Bäumel, den Rudi Koschelow und den Franz Horacek. Grüß euch Gott. Grüß dich Gott, danke für die Einladung. Ja, hallo, servus. Danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ihr da seid. Der Anlass unseres heutigen Termins ist eine neue CD. Die CD Echt Wien, da sind lauter Wiener Lieder drauf. Und darum gleich an dich, Herbert, die Frage, was ist für dich ein Wiener Lied? Ein Wiener Lied ist für mich typische Komposition der traditionellen Art als solches. Ein Dialekt sollte verpackt drinnen sein. Es gibt nicht nur Dialekt-Wiener Lieder, auch im Hochdeutschen hat man in dieser Sprache Wiener Lieder getextet und komponiert. Ja, es ist eine sehr weitläufige Angelegenheit, ein echtes Wiener Lied jetzt wirklich zu erklären. Was meinst du dazu, Rudi? Das Wiener Lied kann eine Lebenseinstellung sein, Lebensauffassung, die sich durch das ganze Leben zieht irgendwie. Es formt an und prägt an Menschen. Die Wiener Lieder haben ja ganz was Besonderes an sich eigentlich. Es ist ja fast alles wahr, was in den Liedern vorkommt. Es besingt schlechte Zeiten sowie gute Zeiten, alles Mögliche, was früher war, die Zeit der Bettgeher von mir aus und alles. Es ist unglaublich, wie breit gefächert dieses Wiener Lied ist. Und jetzt eben wieder was ganz Neues sogar, ne? Ja. Sprichwörter, so, ne? Ja. Redewendungen. Ja. Franz, viele sagen, dass das Wiener Lied so eine versoffene Geschichte ist. Siehst du das auch so? Naja, das sehe ich jetzt nicht mehr so. Vielleicht war das einmal so verschrien, aber eigentlich kann man das nicht sagen. Das, klar, sicherlich sitzen die Leute beim Wein, sind lustig und Stimmung ist da und die Musik und das passt dann immer textlich auch dazu. Aber so versoffen, glaube ich, nein, das sollte man wegdenken. Geht es noch auf die Zeit zurück, wo die Leute ausschließlich die Wiener Lieder beim Heurigen gehört haben? Ja gut, das weiß ich nicht. Ich bin naja, wir haben die gleiche Haarfarbe, deswegen frage ich. Friedhofsblond. Nein, aber ja, könnte möglich sein, nicht? Dass, klar haben sie früher getrunken, das haben wir heute auch nicht, aber halt nicht so in einem Ausmaß, dass man doch mal dumm wollen. Also es ist schon mehr, so, wie soll ich sagen, wir genießen den Wein. Na, genießen ist ja das richtige Stichwort. Genießen kann man ja die Lieder auf der CD und für die Musik dabei ist ja der Herbert verantwortlich. Du, der alte Sängerknabe, wie bist denn du zu den ganzen Melodien gekommen? Die sind ja so unterschiedlich und wir werden eine Menge Beispiele hören dann. Da sind ja verschiedenste Rhythmen dabei, da sind unglaublich schöne Harmonien drinnen. Wie kommt man auf so viele gute Ideen? Auf diese Ideen bin ich natürlich deswegen hauptsächlich gekommen, weißt mir ja du die Texte. Na geh, du Faserschmeichler. Ja. Und daraus ergibt sich natürlich schon manches aus einem Text, das muss man schon sagen. Man kann aus einer Rhythmik vom Text her schon manche Idee entwickeln, wie sich das musikalisch umsetzen lässt. Das wird von meinen beiden Gitarristen jeder bestätigen können, weil das selber sehr erfolgreiche Komponisten auch sind. Ja, der Text ist einmal ganz wichtig. Das heißt, du siehst irgendwann Text und hast automatisch da eine Melodie drunter? Ja, vielleicht einmal, wenn man sich ein bisschen den Text wirklich verinnerlichen kann, hat man schon eine gewisse Idee, wie könnte das werden. Es ist dann nur mehr eine Frage, wie in welcher Höhe, Tonhöhe, komponiertes Lied, wie kann man es dann gut und bequem singen und spielen? Natürlich auch, es sollte schon, man sollte auf das schon sehr Acht geben, damit es nicht zu kompliziert wird, weil es ist ja immer noch an ein gewisses Volksliedtum angelehnt, diese Wiener Musik, die man da komponiert. Jetzt habe ich irgendwann einmal gehört, und ich weiß nicht, ob es das nicht eh du warst, der mir das erzählt hat, dass 120.000 Wiener Lieder gibt oder so ähnlich. Nein, 120.000 nicht. Wir schätzen die 76.000. 76.000. Jetzt gibt es 76.000 und 16. Gemeldete. Das ist schon mehr, habe ich vor kurzem noch mal geschrieben.
Na, weniger werden es nicht. Weniger werden es nicht. So genau wird es ja niemand wissen. Na gut, dann würde ich sagen, hören wir uns jetzt einmal das allererste Beispiel gleich an. Was hältst du davon? Die CD heißt Echt Wien. Starten wir mit dem Echt Wien Marsch? Dann starten wir mit dem Echt Wien Marsch. So, jetzt wissen wir, wie es in Wien wirklich zugeht. Im Hintergrund haben wir beim Heurigen die Besteck und die Teller geschäbert. Das ist aber zusätzlich im Studio mit drauf gemacht worden. Ne? Das war nicht wirklich beim Heurigen aufgenommen. Ah, das ist eingespült, ja. Eingespült seid ihr ja auch. Ihr seid Backeln, also du und der Rudi oder du und der Franz oder du und der Norbert Haselberger, der heute nicht mit dabei ist, aber auf der CD mit dabei ist. Für mich ist ja die ganz, ganz große Kunst der Musikinstrumente die Kontragitarre. Weil ich selber spüre ein bisschen was am Klavier umeinander, aber da habe ich eine linke und eine rechte Hand, mit der ich was spielen kann. Aber dass ich auf derselben Hand zwei verschiedene Finger benutze und dort unterschiedliche Melodien zupfe, dazu sing und mit der anderen Hand auch noch was tue, wie kriegst du das in die Reihe, Rudi? Ich weiß nicht, ich habe noch nie drüber nachgedacht. Es hat sich ergeben, ich habe einfach geübt eine Zeit lang und versucht, einige Sachen nachzuspülen, so habe ich im Kontragitarre gelernt. Und durch das viele Spülen, ich meine, wenn man 40 Jahre täglich spielt, fast, wenn man es dann nicht kann, denke ich mir, dann nutzt gar nichts. Ja, ja. Du sagst, 40 Jahre fast täglich spülen, hast du so viele Auftritte? Naja, sind schon ganz schön viel, ja. Also täglich ist übertrieben vielleicht, aber es sind schon einige Auftritte im Monat. Also. Naja, üben wirst du auch dazwischen. Ne? Und neue Sachen höchstens. Oder eben, die man selber schreibt. Die muss man mehr üben wie die alten Sachen nämlich. Das ist klar. In welche Richtung schreibst denn du? Na, im alten Stil. Ja, manche Sachen halt auch ein bisschen zum Schmunzeln oder so leicht jazzig angehaucht. So ein bisschen reinschnuppern sozusagen. Wie es zum Text halt passt am besten. Und wer schreibt die Texte? Teilweise ich selber oder eben mit Herbert, mit Franzi, Horacek. Aber mit Franzi trittst du nicht gemeinsam auf, nicht? Weil ja, ihr seid ja beide selbe Instrument. Ne? Aber er übt jetzt ein Knopfakkordeon, habe ich gehört. Und da werden wir vielleicht in 40 Jahren Backel gründen. Treffen Sie mit Rollout. Ja. Ja. Wie ist das bei dir, Franz? Übst du daheim oder hast du das auch schon alles fix drauf? Naja, ich tue eigentlich schon mehr üben, weil ich andere Richtungen habe. Ja. Also nicht nur das Wiener Lied, sondern ein bisschen auf moderner. Durch das, dass ich früher, wie es halt war, bei den als Jugendlicher Tanzmusik gemacht habe, nicht? So Beatles und die ganzen Sachen. Und dann habe ich einmal Kontragitarre gesehen und mir gedacht, was ist denn das? Nicht? Und probiert, ob sie ihn verkaufen. Und derjenige, über den es verkaufen, hat gesagt, die verkauft man, die spült man. Und somit habe ich dann mit der Kontragitarre angefangen und das war natürlich super. Und nebenbei natürlich Kontrabass und Gitarre und ja, und da mache ich immer verschiedene Richtungen, das taugt mir. Aber ich spiele eigentlich alles gern. Natürlich am Wiener Lieder ist halt meins halt auch nicht. Auf der CD hast du mit der Kontragitarre gespielt, ne? Nein, da habe ich gespielt mit der Sechsergitarre und mit einem E-Bus. Wie viele Instrumente hast denn du jetzt eigentlich so daheim? Hast du noch einen Platz für andere Sachen auch, außer die Instrumente? Nein, mal Trommel. Naja, ganz schön viel halt, nicht so ein paar. Ein paar Kontragitarren, Sechsergitarren, Ukulele, drei Bässe. Ja. Und zwar Knopfakkordeon. Wobei ich jetzt da versuchen werde, das zu lernen, aber das wird lang dauern, weil ich keine Zeit habe. Naja, da würde ich sagen, hören wir uns einmal gleich von dir, Franz, ans an, wo du auf der CD mit dabei warst. Was hat denn dir da am besten gefallen? Am besten hat mir eigentlich gefallen, das Reden Sie in der Sache. So, reden wir es in der Sache, jetzt wissen wir es genau. Was ich wissen wollte, wie seid ihr seinerzeit zum Wiener Lied gekommen, Franz? Zum Wiener Lied bin ich gekommen, war ich glaube ich so circa 21 Jahre, oder 20, 21, und da werden gesehen mit der Kontragitarre. Und ich mir denke, das ist interessant. Gitarre habe ich gespielt und man denkt, habe mir das gekauft und habe herumprobiert und man denkt, naja, was mache ich da nicht? Wo soll ich das spielen? Kann ich bei einem Heurigen spielen, aber da habe ich noch nicht gespielt. Wollte es dann verkaufen. In der Operngasse hat es gegeben ein Geschäft, der hat Instrumente genommen und verkauft. Und der hat zu mir gesagt, Burli, das verkauft man nicht, das spielt man. Und dann hat er mir einen Akkordeonspieler gebracht und mit dem habe ich dann geübt und gespielt und so bin ich zum Wiener Lied gekommen. Na bitte, ein gescheiter Verkäufer in einem Musikgeschäft. Ja. Hast du denselben gehabt, Rudi? Nein,
Bei mir war es ein bisschen anders. Ich war nur ein kleiner Bub und ein Onkel von uns hat so ein Magnetophonbandel dahergebracht mit so riesen Spulen. Und da waren Wienerlieder drauf. Mali Nagel, Mitzi Staritschek, Rudi Herrmann, Leopoldine Laut, damals die ganzen tollen Sänger, Tode Malia dabei. Und das hat mich so beeindruckt, dass ich eigentlich dann angefangen habe, Wienerlieder zum Üben. Früher war ich Sänger bei Popbands, bei verschiedenen. Und das Lustige war, dass mein Vater eigentlich auch immer mitgefahren ist mit uns, wenn wir irgendwo Auftritte gehabt haben. Und dafür sind wir wieder mit ihm dann zum Heirigen gegangen. Damals auch zum Hodener Reiser, der mich dann überhaupt am meisten beeindruckt, die zwei, weil da habe ich gesehen, man kann das anders anspielen, das Wiener Lied. Ja, und durch den Reiser Edi dann, der Partner vom Hodener, der wollte mein Vater eine Kontragitarre besorgen. Und also er hat gewusst, wo er günstiger ist. Und mein Vater wollte nicht, dann haben wir sie gekauft. Und habe angefangen zu üben. Aber damals warst du Sänger in einer Popband, hast du gesagt. Ja, ja. Aber nicht mehr lang. Es war damals so 1973, bin ich vom Bundesheer zurückgekommen und habe meine Verstärker verkauft und Mikrofone und alles und habe mir die Kontergitarre gekauft. Dann habe ich heute eine Reiserplatten aufgelegt und habe versucht, das nachzuspielen. Genau so war es. Wie ist der dabei gegangen? Überraschenderweise habe ich das bald kennen. Komischerweise, ich weiß nicht. Ja. Ein bisschen Gitarre spielen habe ich schon kennen vorher natürlich. Das ist so Grundbedingung, dass man zumindest die einfachsten Griffe einmal beherrscht, sagen wir so. Und alles andere hat sich im Laufe der Jahre und Jahrzehnte entwickelt. Wie hat sich das bei dir entwickelt, Herbert? Du hast ja nicht auf der Gitarre umeinander zupft, sondern bist auf die Quetschen gekommen. Naja, auf die Quetschen bin ich ja erst. Das ist ja. Das Wienerlied hat mich als Kind schon fasziniert. Mit den Großeltern, mit den Eltern, wir sind ja viel zum Heiligen. Also wir, die sind halt viel zum Heiligen gegangen und wir Kinder mit. Du bist ja bei keinem Heiligen der Musik entkommen früher. Da hat ja jeder Heilige eine Musik gehabt, bei uns draußen im Süden. Marienzersdorf, Mödling, Kumpelskirchen, jeder Heilige. Ich habe die ersten Wiener Lieder, das Silberne Kandel beispielsweise, die so auswendig kennen mit 6 Jahren. Oder ich häng an meiner Wernerstadt. Oder was geschieht mit dir oder alte Wernerstadt? Das habe ich mit 6, 7 Jahren hab ich die Lieder auswendig kennen. Da haben sie die Leute beim Heirigen vermutlich auch gehabt, ne? Die habe ich dann zu Hause so. Und dann habe ich zur Mutter gesagt, sing mir das, da habe ich wieder den Text mega die Hand und dann hat man das wieder vorgesungen, bis ich das kennen habe. Kleines Laternen und solche Sachen, ne? Was man halt so gehört hat. Naja, und dann mit der Zeit, ich habe dann Klavier gelernt. Da hat mir der Klavierlehrer dann auch natürlich auch Noten gebracht, da waren auch leichte Wiener Lieder am Klavier drinnen, die habe ich auch gespielt, das hat kein Goethe geschrieben, das hat kein Schiller, alter Stephans Dom und solche Sachen, das hat mich fasziniert, diese Musik. Die habe ich dann am Klavier klimpert als Bube und dann wird man älter, dann ist der Stimmbruch gekommen, dann habe ich nichts gesungen eine Zeit lang und dann habe ich Gitarre gelernt und da hat man dann ein bisschen um und um gespielt, so quasi als Gitarrist, haben wir gedacht, wäre ich da ein bisschen reüssieren können. Und dann bin ich zum Bundesheer gekommen und das war mir dann zu wenig. Da habe ich dann einen Harmonikaspieler gehört dort. Der hat zwei Lieder können, in Wetschtau und in Bauernkosten. Und der war für mich ein Weltmeister. Und dann haben wir gedacht, nein, spiele ich nicht mehr Gitarre. Jetzt kaufe ich mir, wenn ich auch ist, eine Harmonika. Und das habe ich dann gemacht und dann habe ich wirklich die Wiener Lieder einmal die Leichtern zum Üben angefangen auf der Harmonika und da hat sich dann bald mein erster Partner eingestellt, ein Gitarrist, der viel besser war auf der Gitarre wie ich. Dann habe ich das überhaupt verworfen, das Gitarrespielen. Und wie der Rudi schon gesagt hat, unsere Vorbilder, unter Anführungszeichen, jetzt war dann Hodiner und Reiser dieses Duo, die waren natürlich schon sehr grandios zu ihrer Zeit. Stadlmeier-Grupper, das waren unsere Leute, das waren diese Literatur, die hast einfach müssen nachspielen. Das war faszinierend. Und das kriegt dann ein Eigenleben. Und mit der Zeit kriegt man ein gewisses Repertoire, man spielt dann, hat Engagement. Ich habe das damals noch ambulant gemacht, ich habe einen anderen Beruf gehabt und seit 22 Jahren mache ich das professionell. Zu dieser Zeit habe ich dann auch meine beiden Gitarristen musikalisch so richtig kennengelernt, die Rudi Koschilo, den Franz Horacek. Und seit dieser Zeit sind wir auch besaumen. Das sind die Gitarristen, die ja seit Jahrzehnten einer der besten Gitarristen und erfolgreichsten Gitarristen in Wien überhaupt sind oder waren, die letzten 35 Jahre, kann man sagen. Ne?
Naja, und dein Repertoire ist ja auch nicht schwach. Es gibt ja, Leute, das ist dann auch Übungssache. Es gibt Leute, die sagen was von über 1000, du selber sagst nur viel, weil du ein bescheidener Mensch bist. Aber wie kann man sich so viel Lieder merken? Naja, das kann ich da so eigentlich jetzt auch nicht erklären. Man vergisst eh eine ganze Menge. Es kommt ja wieder was dazu und es kommt immer was weg. Das hält sich so in etwa die Waage. Es gibt ja viel Literatur, die man irgendwann gelernt hat, die man dann nicht mehr braucht. Weil das Publikum auch wegbricht für diese Literatur. Das gibt's. Da hat man Sachen gespielt, wenn man dann sich das nachher einmal kurz so überlegt oder durch den Kopf gelassen. Denkst du, was haben wir da alles gespielt? Kannst du heute alles nicht mehr brauchen? Es ist niemand mehr da, der das hören will. Und im gleichen Zeitraum sind aber so viel neue wieder Lieder oder auch Unterhaltungsmusik, Schlager dazugekommen, wo man sagt, na, bricht was weg und es kommt was dazu. Und so bleibt es in etwa immer gleich. Dann durch die Partnerschaften, die man ja hat im Duo, kommt ja auch immer was dazu. Weil auch jeder Gitarrist bringt ja von sich auch was mit, was er spielen will oder was man ihm braucht in den verschiedensten Engagements, die man dann gemeinsam hat. Ja, wenn immer was dazukommt, da die sagen, Rudi, was hättest denn du für ein Lieblingslied auf der neuen CD drauf? Ich denke mal, es passt jetzt recht gut, wenn es Winnet gebert. Allah von dem Gespräch her jetzt da, gell? Ja. Was das noch dann alle machen, wenn es Winnet gebert? Dann wirst du noch es erfinden. Ja. Ja, genau so ist es. Wenn es Winnet gebert, müssen wir es erfinden. Am 19. September ist es soweit. Da sind wir im Pfarrzentrum Hütteldorf in der Hüttelbergstraße draußen. Ich freue mich schon, das wird einmal jetzt darum gaudet. Der Norbert Haselberger ist auch mit dabei, wenn er wieder fit ist. Der ist heute krankheitshalber ausgefallen. An dich, Herbert, nur eine Frage mit der Musik, die du geschrieben hast. Zieht man da dafür umeinander? Kommt man da außerhalb von Wien auch an oder ist es rein auf Wien geografisch beschränkt? Ja, das ist zum Großteil schon sehr beschränkt auf Wien. Ja, ja. Du bist das ja aber ist allgemein so mit der Wiener Musik. Das ist nicht nur jetzt mit diesen eigenen Kompositionen hier, das ist so. Irgendwo bei der Ortstrophe Dreiskirchen im Süden und Brückersdorf im Westen ist. So ist eigentlich aus. Das ist aber nicht neu. Das ist schon vor 50 Jahren so gewesen. Das aber ist, du bist ja auch was Bulgarien oder Deutschland ja, oder schon. Sonst irgendwas? Ja, das ist ja zum Beispiel, spielt sich das ja im österreichischen Bereich oder durch österreichische Gesellschaften, durch die Opernbälle, die es ja früher gegeben hat, ist natürlich die Wiener Musik gefragt. Die Philharmoniker spielen ja auch viel im Ausland, spielen ja auch nur Wiener Literatur, österreichische Literatur. Liegt das an der Sprache oder an der Musik, das in Dreiskirchen und Burgersdorf schon aus ist? Liegt das an der Sprache oder an der Musik? Na, ich denke, es liegt auch an der Sprache, ja, die ja da sehr mit unserer Mentalität zu tun hat. Das kann man an Tiroler nur schwer vermitteln, jeden Tag. Wie ist denn unsere Mentalität? Die hören das schon ganz gern, oder auch die Bundesländer, die hören das schon gern, aber nicht inflationär. Nein, inflationär möchte die Tiroler Lieder auch nicht hören. Naja, das ist gegenseitig, das kann schon sein. Aber wie ist unsere Mentalität? Naja, die ist ja bei jedem verschieden. Das kann ich will das nicht. Hochdecker dazu. Nein, ich weiß es nicht. Ich kann das nicht erklären. Ich kann es nicht erklären. Wie könnte nicht so? Also der Herbert ist ein echter Sir. Er hält sich mehr zurück als der Stronach in jedem Fernsehinterview. Ja. Das habe ich übrigens ziemlich unfair gefunden, wie der Stronach da behandelt worden ist in den letzten Sommergesprächen da beim ORF. Also ich bin ja weit davon entfernt, jemals für ihn gewählt zu haben oder auch nur überlegt zu haben. Aber wir sind da behandelt haben, das war nicht in Ordnung, finde ich. Was hältst du von den Umgangsformen in Wien, Rudi? Ja, das sind sehr unterschiedlich. Im 16. Bezirk wird schon ein bisschen anders geredet wie im 21. Ja, Meidling ist ähnlich noch so, also die Bezirke, die eher ein bisschen benannt sind, da ist vom Dialekt her noch halb ähnlich. Es kommt auch ein bisschen aufs Milieu an, nicht? Also, man kann die Wiener Sprache ja anders betonen, dass es wirklich ganz schrecklich klingt, nicht? Das hat man ja schon im Fernsehen gesehen, nicht? Wenn da so gewisse Sendungen laufen, wie übertrieben da geredet wird, nicht? Was oft gar nicht so ist, nicht? Das ist, aber, vom Dialekt und von der Mentalität ist es oft sehr unterschiedlich.
der Generaldirektor wird auch anders wienerisch sprechen, wie der Fliesenleger. Ne? Was hältst du von uns Turnbacher? Ja, ich finde, es sind tolle Leute, weil ich wohne jetzt schwer in Turnbacher. Ich bin ein Zurgaster. Ich bin dort aufgewachsen. Ja. Ja. Nein, ich bin ein Untergringer eigentlich. Dort bin ich in die Schule gegangen. Ja. Schau, ja. Und dadurch, dass ich in einer Gartensiedlung wohne, und ich gehöre jetzt gerade zum 17., das ist die Grenze, bin ich jetzt ein Turnbacher. Da sind wir wahrscheinlich ganz in der Nähe gewesen. Ja. Na, in Otterkring kennst ja du, Franzi, die auch gut aus. Du spielst ja regelmäßig dort im Achillion, ne? Ja, genau. Ich bin zwar kein Otterkringer, aber ich spiele dort mit dem Trio Wien. Das und wo bist du daheim? Ich bin in Klosterneuburg zu Hause. Ich bin also Auswärtiger, noch innerhalb der Burgersdorfgrenze sozusagen. Ich bin eigentlich in der Brigittenau geboren, Insel, Donaukanal, ne? Und jetzt wohne ich in Klosterneuburg seit ca. 20 Jahren. Jetzt bin ich ein Flussbewohner neben der Donau. Na schau, na, ich freue mich riesig jedenfalls, dass ihr bei der CD mit dabei seid und am 19. September auch mit dabei seid dann. Und dann, Herbert, darf ich mir von dir noch dein Lieblingslied von der CD wünschen und wir hören dann bis zum Schluss von der Sendung, hören wir dann in unmoderierter Form Musik halt von der CD. Und jetzt ist noch der Herbert dran. Bei Ihnen, meine Damen und Herren, möchte ich mich an dieser Stelle verabschieden. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei waren. Ich wünsche noch viel Spaß und ich freue mich natürlich ganz besonders, wenn Sie am 19. September in Hütteldorf dabei sind. Und jetzt, Herbert, bist du dran? Ja, nehmen wir den Herrn Neuser Herbstmarsch. Eine gute Wahl. Alles Liebe, meine Damen und Herren. Danke euch fürs Kommen heute. Danke für die Einladung. Danke. Das war eine weitere Sendung aus der Reihe mit Künstlern auf Du und Du. Ich freue mich, wenn es Ihnen gefallen hat und Sie Lust bekommen haben, auch bei anderen Sendungen reinzuhören oder Sie uns einfach Ihre Eindrücke mitteilen wollen an gerhard.blabol@aon.at. Bis bald, Ihr Gerhard Blabol.